Willkommen zurück zu Assembly Line Tutorial. Heute haben wir wieder weitere Sachen im Gepäck, und zwar die Batterien und den Prozessor. Die Power Supply leider nicht, weil ihr seht, dass die Maschinen immer und immer größer werden, immer mehr Platz brauchen, und inzwischen brauchen die so viel Platz, dass ich gar nicht mehr 3-4 Maschinen hier hinbauen kann, sondern nur noch eine pro Reihe. Das heißt, ich werde auch immer weniger vorstellen können, und die Power Supply und der Bohrer kommen dann halt nächste Woche dran. Davon lassen wir uns aber nicht aufhalten, sondern wir fangen gleich an, und zwar mit der Batterie und danach dem Prozessor. So, für die Batterie brauchen wir auf jeden Fall Aluminium, flüssiges Aluminium und ein Circuit. Hier oben haben wir die Circuit-Fabrik. Und daneben wird flüssiges Aluminium hergestellt und nochmal gewöhnliches Aluminium. Und ihr seht, das ist recht gut aufgebaut. Ich bin stolz drauf. So ein 3x4 Kasten im Vergleich zu dem hier unten ist das eine sehr schöne Form. Und wir fangen einfach mal an. Wir brauchen insgesamt 5 Starter. 4 so in einer Reihe und 1 nach ganz unten. Dann brauchen wir 2 Crafter. Ein hierhin, ein hierhin, dann 2 Wire Drawer hierhin, einen Ofen, da ist er, da oben hin und 2 Roller hierhin. Dann drehen wir die Sachen noch, und zwar genau so. Oh, das wollte ich nicht. Genau so. Dann gehen wir in den oberen linken Crafter rein und nein, nicht den Motor, sondern den Circuit, und dann den unteren rechten Crafter. Und da suchen wir uns die Batterie, da ist sie. Dann machen wir oben links einfach einmal Kupfer rein, oben in der Mitte kommt ein Gold rein und dann nochmal oben Mitte eins weiter rechts, nochmal Kupfer und oben ganz rechts ein Aluminium rein. Und links kommt auch noch ein Aluminium und ich glaube, das war es sogar so ziemlich. Wir lassen das Ganze mal laufen. Da kommt Circuit. Und da kommen die Batterien raus. Es hat auf jeden Fall geklappt. Das ganze System braucht 5 Starter insgesamt. Und hier haben wir ein System, das nur 3 Starter braucht. Ist damit sehr viel besser von den Startern her. Braucht aber auch ein bisschen mehr Platz. Insgesamt ist es ein Feld, aber es braucht halt eine zweite Reihe mehr, weil da dieses dumme Feld ist. Ja, das ist einfach frei geblieben. Ich weiß nicht, wie man das verbessern kann. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir das jetzt so und wieder, wir starten mit den Startern, ja. Und zwar brauchen wir 3 Stück, genau so. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge Roller. Wir brauchen hier einen und hier einen. Dann sieht das so aus. Dann brauchen wir auf jeden Fall 2 Wire Drawer hier und 2 Crafter, einmal hier. Und ich habe den einen Roller falsch gemacht, der muss eigentlich dahin. Dann brauchen wir 2 Crafter, und zwar hier direkt nebeneinander. Und dann brauchen wir noch einen Ofen. Und dann brauchen wir 2 Left Splitter in diese beiden Lücken. Dann drehen wir die Sachen noch in die richtige Richtung. So, und so sollte das aussehen. Und dann gehen wir hier in den unteren rechten Crafter, wählen da die Batterie raus, gehen zu dem Crafter links daneben, wählen da den Circuit aus, der obere linke Starter kommt Kupfer rein, 2 Stück, der Splitter kommt auf 1:1, der mittlere Starter auf 1 Gold und der rechte obere Starter auf Aluminium, wieder 2 Stück, und das teilen wir wieder auf 1 und 1. Dann starten wir das wieder. Und da kommt das Circuit und da kommen die Batterien raus. Das hat wunderbar geklappt. Und jetzt kommen wir hier zu den Prozessoren. Die Prozessorenfabrik ist um einiges komplizierter. Und ihr seht, da ist eine Spiegelung drin, zumindest fast. Und zwar braucht ein Prozessor 2 Circuits und 2 Aluminium. Das bedeutet, ihr könntet auch einfach einen Prozessor in 2 Sekunden herstellen. Dann könnt ihr hier diese ganze linke Hälfte einfach weglassen
Und da habt ihr auch so eine kleine Maschine. Allerdings will ich 1 pro Sekunde herstellen, also müssen wir von beidem das Doppelte haben. Wir brauchen insgesamt 8 von den Startern, was eine unglaubliche Menge ist. Und die verbesserte Version braucht einfach nur 4. Das heißt, ich würd an eurer Stelle die verbesserte Version benutzen, obwohl die dann natürlich eine Zeile mehr braucht und insgesamt sehr unförmig ist. Aber naja, sie braucht auf jeden Fall sehr viel weniger von den Startern. Dann beginnen wir mal. Wir brauchen hier insgesamt 6. Das sind 6 und dann noch 2 so nach unten. Dann brauchen wir Crafter, und zwar 2 hier. Und dann ist relativ egal, wo ihr den hin platziert. Das könnt ihr überall machen. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Dann braucht ihr eine Menge Wire Drawer, 4 Stück. Und dann nochmal 3 von den Rollern. Dann drehen wir das Ganze so und so. Das sieht richtig aus, genau. Dann gehen wir zu den oberen beiden Craftern. Da kommen beide Circuits rein. Dann der untere Crafter. Da kommt ein Prozessor rein. Und dann die oberen Crafter von links nach rechts. Einmal Kupfer, dann Gold, dann wieder Kupfer, dann nochmal Kupfer, Gold und Kupfer. Und in die beiden unteren Starter kommt Aluminium rein. Dann lassen wir das Ganze mal laufen. Da kommen die Circuits und da kommen die Prozessoren. Das hat wunderbar geklappt. Und jetzt kommen wir zur verbesserten Version. Wie schon gesagt, braucht die nur 4 von den Startern, ist aber dann ein bisschen unförmig. Na gut, ich konnte es nicht wirklich anders machen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also brauchen auf jeden Fall einen Starter hier. 2 Abstand und nochmal 2 Abstand. Dann sieht das so aus. Und ja, ich muss gucken, weil das sehr kompliziert ist. Dann kommt noch eins hier hin. Dann sieht das so aus. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Menge Wire Drawer. Und zwar genau so. Dann 2 Crafter. Und zwar hier. Und dann muss ich nochmal gucken. Ja, okay, beim letzten Crafter ist das im Grunde egal, wie ihr das wieder hinmacht. Ich mache es einfach hier hin. Dann braucht ihr Roller, 2 Stück. Und dann braucht ihr wieder verschiedene Splitter. Diesmal brauchen wir alle 3. Wir brauchen einen gewöhnlichen in der Mitte. Dann brauchen wir einen Right Splitter auf der linken Seite und einen Left Splitter auf der rechten Seite. Dann drehen wir das Ganze. Und zwar so. Das sieht in Ordnung aus, ja, bis auf das da, das habe ich aus Versehen gedreht. Dann gehen wir zum unteren Crafter, holen da den Prozessor, die beiden oberen Crafter wieder die Circuits. Da. Und dann beginnen wir mit den Startern, diesmal unten links. Da kommt einfach 2x Aluminium rein, wir brauchen ja 2 Aluminium. Dann der obere linke Starter, da kommen 2 Kupfer rein. Der Splitter daneben 1 und 1. Der mittlere Starter Gold 2 Stück. Und wieder den Splitter auf 1 zu 1. Und wieder den rechten oberen Starter auf 2. Und wieder den Splitter auf 1 und 1. Dann starten wir das Ganze mal. Da kommen die Circuits. Und da kommen wieder die Prozessoren raus. Das heißt, es hat wunderbar geklappt. Und das war's leider schon mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!